Der Winter ist vorbei, der Frühling naht und ich freue mich darauf, wenn der Rasen wieder richtig anfängt, schön zu wachsen. Doch der Winter hat seine Spuren hinterlassen. An vielen Stellen wurde der Boden durch Regenwürmer aufgewühlt. Es sind Unebenheiten drin. Auch der Fußballplatz, wo die Kinder immer auf das Tor schießen, hat seine Stellen, die mich einfach nicht zufriedenstellen für den perfekten Rasen. Darum werde ich heute den Rasen mit einer Rasenwalde ein wenig plätten. So ein Gerät bekommt man für wenig Geld in einem Baumarkt geliehen. Man befüllt es ganz einfach mit Wasser, bis man das gewünschte Gewicht erreicht hat. Und damit werde ich jetzt beginnen. Ich werde hier mal einen Wasserschlauch reinhalten und mal gucken, wie viel Gewicht ich dann später auf der Rolle bewegen kann. Ja, auch der Schlauchwagen sieht dieses Jahr zum ersten Mal wieder Tageslicht. Und den Außenhahn kann ich andrehen, denn ich bin sicher, es kommt kein Frost mehr. Praktisch, der Schraubschlüssel für das Ventil, wo man das Wasser einfüllt, ist hier am Wagen befestigt. Und ich brauche ihn nur ganz einfach abdrehen. Und kann jetzt das Ventil öffnen. Einmal aufdrehen. Wow, da war ein Unterdruck drauf. Und nun kommt der Schlauch hierher. Jetzt den Schlauch in die Öffnung und Wasser marsch. Da wird jetzt ein bisschen dauern. Wenn der Rasen nicht feucht genug ist, solltet ihr euch die Zeit nehmen und ihn vorher noch einmal gründlich wässern. Das ist bei mir aber nicht der Fall, denn es hat in den letzten Tagen gut geregnet. Nun ist die Walze gut befüllt und dann kann es auch schon losgehen mit dem fröhlichen Rasenrollen. Und jetzt kommt wieder die doppelte Mopsgeschwindigkeit. So, fröhlich kann ich hier jetzt einige Male auf- und ablaufen und ihr kennt es schon an der Bahn, der Rasen wird hinterher platt wie eine Flunder sein. Aber dabei braucht ihr mir nicht die ganze Zeit zuzugucken. Der Rasen ist jetzt runter und ich bin mit dem Ergebnis doch recht zufrieden. Die gesamte Anlage wurde jetzt einmal mit der Rasenwalze so richtig schön platt gemacht. Richtig schön sapschig sollte der Boden sein. Dann geht die Arbeit viel besser von der Hand.